Die italienische Regierung und auch die Landesregierung haben in den vergangenen Monaten viel getan, um die in Südtirol lebenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter die Arme zu greifen. Gibt es aber Kategorien, die nach wie vor benachteiligt sind? Tatsächlich gibt es durchaus Kategorien von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die vom gegenwärtigen Netz der sozialen Sicherheit gar nicht oder unzureichend aufgefangen werden. Personen, die im März auf Arbeitssuche waren, die Arbeitslosen sowie die Saisonarbeiter sind die größten Risikogruppen. Auch die Leiharbeiter sind unzureichend geschützt. Waren sie bei Ausbruch dieser Krise des Notstands noch nicht tätig, dann hatten sie keinen Anspruch auf Lohnergänzungsmaßnahmen. Warum zählten auch gerade Frauen für das AFI zur Risikogruppe? Weil Frauen die Arbeit und Kinderbetreuung während der monatelangen Schließung der Schulen unter einen Hut bringen mussten, diese große Herausforderung oft nicht vereinbaren konnten und infolgedessen waren sie gezwungen zu kündigen, also den Arbeitsmarkt zu verlassen. Vor allem laufen die nicht qualifizierten Frauen, Arbeitnehmerinnen und solche, die in Krisensektoren tätig sind oder mit prekären Arbeitsverträgen angestellt sind, den größten Preis zu zahlen. Was bedeutet diese unvorhergesehene Krise auch für die junge Generation? Junge Menschen sind erhöhten Risiken ausgesetzt, weil sie gerade in jenen Branchen tätig sind, die mehrere Wochen lang ihre Tätigkeit einstellen mussten. Aufgrund des geringen Dienstalters und der fragmentierten Laufbahnen verfügen sie über geringe Löhne und Ersparnisse, um den Notstand und die darauf folgende Zeit mit eigenen Kräften zu überbrücken. Was bedeutet es in Zeiten von Covid-19 arbeitslos zu sein? Arbeitslosen mit prekären Berufslaufbahnen sind besonders gefährdet, weil sie gerade auf wenige Beträge für wenige Monate Anspruch haben. Personen, die zurzeit arbeitslos sind, werden auch im Herbst kaum die Möglichkeit haben, eine neue Beschäftigung zu finden. Für Arbeitszeitlose zeichnet sich sogar eine dramatischere Situation ab. Selbst die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Verträgen auf bestimmte Zeit, deren Verträge nicht verlängert werden, riskieren, in den Reihen der Arbeitslosen zu landen. Was ist Ihre Schlussfolgerung bezogen auf den Südtiroler Arbeitsmarkt? Die Corona-Krise wirkt sich auf die Beschäftigung insofern aus, dass sie die Kluft zwischen den geschützten und stärkeren, stabilen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und diejenigen, die sich schon vorher in prekären ökonomischen Verhältnissen befanden, vergrößert. Also die Kluft hat sich vergrößert. Erforderlich ist also jetzt eine echte Weiterbelebung der Wirtschaft, verbunden mit der Bereitschaft, Maßnahmen und Innovationen so auszurichten, um diesen Spalt zu kitten. Nur so erreicht man einen Wandel zum Besseren.